Der Moodle-Workshop bietet eine elektronische Umgebung, um ein Peer-Feedback auch mit vielen Kursteilnehmern ohne großen organisatorischen Aufwand geordnet ablaufen zu lassen. Grundsätzlich sind mehrere Phasen möglich, die aber nicht zwingend alle durchlaufen werden müssen, sondern aus denen ausgewählt werden kann. Phase 1. Eine erste Option ist das Durchspielen eines Feedback-Prozesses mit Hilfe einer durch den Dozierenden präparierten Musterlösung. Diese wird von den Studierenden bereits mit den späteren Kriterien bewertet. Anschließend erfolgt eine Bewertung dieser Studierendenaktivitäten automatisiert durch das System. Das heißt, die Qualität dieser Studierendenbewertung wird durch einen Moodle-Algorithmus eingestuft. Die Studierenden machen sich auf diese Art zum ersten Mal mit dem Beurteilungsraster vertraut, das sie später auf die Arbeiten ihrer Mitstudierenden anwenden werden und an dem auch ihre eigenen Arbeiten gemessen werden. Auf diese Art trägt die Übungsphase günstigenfalls auch zu einem gezielteren Verfassen der eigenen Arbeit bei. Mindestens wird die später erfolgende Bewertung schon einmal durchgespielt. Beim Aufrufen des Workshops wird der Stand der wichtigen Termine oben links angezeigt. Der Beginn des Prozesses, betitelt als Beginn der Aufgabenbearbeitung, der Abgabetermin für die eigene Aufgabe, der Beginn des Peer Assessments sowie das Ende des Peer Assessments, der Deadline für diesen letzten Bewertungsschritt, nachdem der Prozess für den Studierenden abgeschlossen ist. In einer Textzeile werden die Studierenden aufgefordert, bitte bewerten Sie dieses Beispiel von Trainerin. Hier finden die Studierenden die vom Dozierenden zur Verfügung gestellte Musterarbeit, können diese öffnen und anschließend anhand der Kriterien, in diesem Fall 3, bewerten und kommentieren. In Phase 2 bearbeiten die Studierenden ein Thema selbst und werden beim erneuten Aufruf des Workshops aufgefordert, ihre Aufgabe einzureichen. Die einzelnen Schritte werden von Moodle jeweils quittiert. Am Ende wird der aktuelle Status aufgelistet. Phase 3. Jetzt beginnt die eigentliche Peer-Feedback-Phase mit der Bewertung der Arbeiten der Mitstudierenden. Dazu wurden vom System mit einem Zufallsalgorithmus jedem Studierenden die festgelegte Anzahl Arbeiten von Mitstudierenden zugewiesen. In diesem Fall sind dies 3 Arbeiten, die jedem Studierenden von Moodle mit der Aufforderung bitte bewerten Sie diese Teilnehmerinnen Beiträge zur Beurteilung angezeigt werden. Nach jeder Bewertung wird das Endergebnis in Punkten zur Kontrolle angezeigt. Anschließend kann die Bewertung allenfalls bis zum Ende der Deadline für das Peer-Feedback bearbeitet werden. In der folgenden Phase 4, nach Abschluss des Prozesses für den Studierenden, bleibt für den Kursleiter die Option, seine Bewertung jeder Arbeit gewichtet in das Ergebnis einfließen zu lassen. Das Endergebnis wird dem Studierenden dann aufgelistet angezeigt. Titel seines eigenen Beitrags, seine Bewertung anderer Arbeiten, dahinter in Klammern die jeweilige Beurteilung des Systems dafür, der Durchschnitt der Systembeurteilung, die optionale, einstellbare Bewertung durch den Trainer, also Kursleiter,
die Bewertung der eigenen Arbeit durch die anderen Teilnehmerinnen, der Durchschnitt dieser Bewertung sowie schließlich die aus allem berechnete Gesamtpunktzahl. In diesem Modul diente die quantitative Auswertung als Stütze und Kontrolle der Abschlussbewertung durch den Dozierenden. Auf eine Auswertung der Notendetails wurde in diesem Fall verzichtet.